haben wir hier den It's About Max. Den habe ich privat mal schon angeschaut. Der macht hier Videos mit. Der erzählt Flachwitze vor der Kamera. Hier Instagram-TV-Videos. Uns auch mal angucken. Er landet. Chuck Norris war Fallschirmspringen. Der Fallschirm hat sich nicht geöffnet. Er hat ihn danach umgetauscht. Hier heißt das Tagebuch von Chuck Norris. Guinness Buch der Rekorde. Chuck Norris braucht ein Stunt-Double. Aber nur in Szenen, in denen er weinen soll. Wenn Chuck Norris Liegestützen macht, drückt er die Welt nach unten. Nur Chuck Norris kann mit Schalke Meister werden. Chuck Norris gewinnt im Schach. In einem Zug. Chuck Norris braucht keine Fernbedienung. Der Fernseher schaltet aus Angst alleine um. Chuck Norris fällt nicht. Er landet. Chuck Norris war Fallschirmspringen. Ja, genau so funktionieren. Genau so funktionieren hier die Videos von ihm. Da hat's mal einen Tusch. Jo, ein Tusch. Ein Faschingstusch. Es ist Valentinstag, Leute. Und pünktlich zum Valentinstag habe ich ein Welpen-Update für euch. Seid ihr bereit? Ich warne euch wieder vor. Dann Abfahrt. Oh. Leute, ich bin so nervös. In 6 Tagen lerne ich die Kleine kennen. Und dann wird's langsam ernst. Was sagt ihr? Wollt ihr mehr Welpen-Updates von mir? Es ist Valentinstag, Leute. Das sind keine Flachwitze. Man, ich will mehr Flachwitze. Wo sind deine Flachwitze? Was ist gelb und hüpft von Teich zu Teich? Der Postfrosch. Was lebt in Afrika und spendet Schatten? Ein Pavillon. Was ist grau und gibt dir 25 Cent? Oh Gott. Ein Elefant. Sagt die eine Rakete zur anderen, wollen wir es heute richtig krachen lassen? Sagt die andere, zisch ab. Wie heißt ein Brettspiel für eine Person? Bügeln. Was ist gelb und weht im Wind? Eine Banane. Wieder mal so grinst. Was ist das gelb, finde ich gut. Von Teich zu Teich. Der Postfrosch. Was? Das finde ich gut. Wieder hier ein schönes Bild von ihm. Aber erstmal ein Tusch. Ja, sehr schön. Was macht eine Blondine, wenn der Computer brennt? Sie drückt die Löschtaste. Warum wäscht eine Blondine ihr Shampoo? Weil drauf steht, dusch das. Wieso nimmt eine Blondine eine Autotür mit in die Wüste? Wenn ihr zu heiß wird, kann sie das Fenster runterkurbeln. Warum stellt sich eine Blondine in die Ecke, wenn ihr kalt ist? Dort sind 90 Grad. Was macht eine Blondine mit heißem Wasser? Einfrieren. Heißes Wasser kann man immer gebrauchen. Warum hat eine Blondine eine leere Flasche im Kühlschrank? Es kann ja sein, dass jemand nichts trinken will. Das Lachen von ihm finde ich immer herrlich. Ein Tusch. Ja, Karneval. Juhu. Ich habe auch ein bisschen Faschingsmusik. Die braucht eventuell ein bisschen. Dreifach bin ich jetzt zu hören. Kurz die Hand, damit ich selbst reinhören kann. Faschingsmusik, es läuft, es funktioniert. Faschingsmusik. Überrichtlich. Unbedenklicher. Faschingsmusik. Bolognese. Wir können jetzt aufstehen, aber das Kostüm ist zu eng. Ein Tusch. Das schmeckt süß und singt. Stevia Naidu. Was macht ein Schauspieler, wenn er arbeitslos ist? Spielt keine Rolle. Warum kommen Handwerker nicht in den Himmel? Weil sie die Anfahrt extra berechnen. Was stört auf dem Fußballplatz? Ein Faultier. Wo haben Jugendliche heutzutage ihre ersten Dates? Im Kindergarten. Warum sind Fußballer eine Gefahr im Straßenverkehr? Weil sie bei Rot gehen müssen. Warum können Piraten keine Karten spielen? Weil sie auf dem Deck sitzen. Das finde ich immer herrlich. Ein Tusch.
Es ist geil. Müsste ich den Akkord mal anschauen, wirklich herrlich. Können wir gleich mal abonnieren hier. Ich will mich jetzt hin. Ach so, wir sind schon auf dem Account. Finde herrlich seine Videos. Habe doch voll noch ein Video der anderen Art gesehen, was ich euch noch zeigen wollte. Finde ich aber jetzt nicht in der Story. Ah ja, okay. Welpen-Update. Das ist weiß und fliegt durch den Wald. Biene Mayo, warum schwimmt ein Hai im Kreis? Weil er Nasenbluten hat. Was ist braun und schwimmt durchs Wasser? Ein U-Boot. Treffen sich zwei Sandkörner in der Wüste. Sagt das eine zum anderen. Ich glaube, wir werden verfolgt. Was ist rosa, dick und verdreht Piraten den Kopf? Eine Meerjungsau. Was ist weiß und versteckt sich hinter einem Baum? Das ist doch nicht Sauerlich. lustig. Wie nennt man einen extrem dünnen Frosch? Magerquark. Das Was ist Grinsen, weiß? das Grinsen finde ich genial. Das muss, kann ich nur immer und immer wiederholen. Das ist, yay, ein Tusch. Juhu. Ja, es ist verschenkt. Da passen die Flachwitze ja dazu. Seine Bilder auch nicht Was schlecht. kauft ein Mann mit zwei linken Füßen im Schuhgeschäft? Flipflips. Was lebt unter Wasser und sieht alles doppelt? Ein Schielpferd. Was trägt eine Pistole und macht Mäh? Ein Scharfschütze. Welche Süßigkeiten essen Bösewichte? Da fällt hier Schokolade. mein Was Bart fängt ab. mit H an und endet auf Ure? Haute Couture. Was macht eine Uhr im Urlaub? Zeitreisen. Was macht ein Mathelehrer im Garten? Wurzeln ziehen. Wie heißt ein kranker Fotograf? Paparazzi. Was kauft. Ein Tusch. Ja. Ein Tusch für ihn, für seine tollen Videos. Ist das er oder ist das ein Foto von wem anders? Ein Tusch auf jeden Fall für ihn hier, für seinen Instagram-Kanal. Joa. Ich glaube, den Bart kann ich mal abziehen, der ist jetzt schon zu locker. Au. Ja, genug Mario Bart. Mario Bart, versteht ihr? Ja,